Willkommen zu einer neuen Folge von Transfermarkt TV. Wir schauen heute auf einen Shootingstar, nämlich auf Ferran Torres, der um ein Haar in der Bundesliga gelandet wäre in diesem Sommer. Und Javi Martinez hat über seine Zukunft gesprochen, die scheint geklärt zu sein ab nächstem Sommer. All das und vieles mehr gibt es heute in unserer Folge. Und wir starten mit eben diesem Ferran Torres, der ja aktuell bei Manchester City spielt, aber im Sommer beinahe beim BVB gelandet wäre. Das berichtet zumindest Sky. Aber die Borussen haben auf eine Verpflichtung von Torres verzichtet, haben diese abgelehnt. Die Torres-Berater waren demnach im vergangenen Transferfenster zweimal vorstellig beim BVB. Der Spieler ist ja in Deutschland spätestens nach seinem überragenden Auftritt für die spanische Nationalmannschaft bei diesem 6:0 bekannt, als er 3 Tore erzielte. Im Sommer wechselte er eben nicht nach Deutschland, sondern vom FC Valencia in die Premier League zu Manchester City für eine vergleichsweise schmale Ablösesumme von 23 Millionen Euro. Sein aktueller Marktwert liegt bei 45 Millionen. Der Grund für die Ablehnung, den haben wir eben gesehen. Der Spanier soll nicht torgefährlich genug sein. Und das sind seine Statistiken. 44 Spiele für Valencia, 6 Tore, 8 Assists, 12 Spiele für City, 5 Tore, 2 Assists. Auch in der spanischen Nationalmannschaft läuft's richtig gut. Und wir sagen, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber genau verstehen, warum der BVB ihn abgelehnt hat, tun wir nicht. 23 Millionen sind quasi ein Schnäppchen heutzutage für einen Spieler dieser Qualität. Seine Torgefährlichkeit hat er schon mehrfach mit dem Blick auf die Statistiken unter Beweis gestellt. Javi Martinez vom FC Bayern hat sich vor dem Champions-League-Spiel in der Pressekonferenz auch zu seiner Zukunft geäußert und durchblicken lassen, dass er ab dem kommenden Sommer, wenn sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ausläuft, etwas Neues probieren möchte. Also das deutet schon sehr stark auf einen Abgang des defensiven Mittelfeldspielers hin, der jetzt auch aufgrund der Verletzung von Joshua Kimmich ja wieder absolut wichtig und ein Thema ist für Hansi Flick. Martinez kam 2012 für die damalige Rekordsumme von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao nach München. Er hat alles gewonnen mit den Bayern, ist auch in der Stadt und im Verein sehr beliebt und immer noch und wieder gefragt auf dem Platz. Dass er was Neues machen möchte, klingt eigentlich nicht nach einer Rückkehr zu Bilbao. Vergangenen Sommer war ja auch Al-Nassr Riyad aus Saudi-Arabien interessiert. Andererseits kann man sich das bei ihm eigentlich nicht vorstellen, dass er nur noch einmal wechselt, um am Ende viel Geld mitzunehmen. Sky berichtet, dass Hertha BSC ein Auge auf Julian Weigel geworfen hat und sich beim Spieler wohl auch gemeldet haben soll. Julian Weigel hat vor kurzem den Berater gewechselt, um womöglich einen Abgang von Benfica zu forcieren, wo er ja aktuell spielt, in Lissabon, in Portugal. Es gibt also Anfragen aus der Bundesliga. Ein Wintertransfer für Hertha soll allerdings keine Option sein, weil das finanziell aktuell nicht zu stemmen ist. Möglich eine Leihe mit Kaufoption. Dann schauen wir auf Vedat Ibišević. Da zieht der erste FC Köln eine Winterverpflichtung von ihm ernsthaft in Erwägung. Es soll ersten Kontakt zwischen beiden Parteien gegeben haben. Der Vertrag mit Schalke 04 wird ja zum 31.12. aufgelöst. Und das könnte ja durchaus Sinn machen für die Kölner. Denn Ibišević ist gerade für einen schmalen Taler zu haben in An- und Abführung. Denn er hat da schon beim FC Schalke quasi für umsonst gespielt. Sehr leistungsabhängig. Also möglicherweise für die finanziell angeschlagenen Kölner ein Spieler, der zu stemmen ist. Markus Thuram hat sich zu den Wechselgerüchten um seine Person geäußert. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach hat ja noch einen Vertrag bis 2023 und er hat gesagt, ich konzentriere mich momentan voll und zu 100% auf Borussia und bin sehr glücklich hier zu sein. Hat auch mit keinem anderen Club gesprochen, wie er sagt. Traf ja in der Champions League unter anderem gegen Real Madrid doppelt in dieser Saison. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Er hat aber auch gesagt in diesem Interview, die Borussia war die beste Wahl für meine Karriere. Also da muss ich Gladbach aktuell keine allzu großen Sorgen um einen Abgang machen. Hakan Çalhanoğlu könnte seinen Verein dagegen bald verlassen, nämlich die AC Mailand. Laut Bild hat Manchester United die besten Chancen im Rennen um den türkischen Nationalspieler. Der Vertrag bei den Rossoneri läuft 2021 aus.
Laut Sky wird momentan nicht intensiv um eine Vertragsverlängerung verhandelt und es soll schon mehrere Gespräche mit Man United gegeben haben. Also, dass sich Vereine um Calhanoglu bemühen, vor allem wenn er ablösefrei ist im nächsten Sommer, ist logisch und eigentlich der einzige Grund, warum United dran sein soll. Denn die Red Devils sind auf dieser Position eigentlich bestens besetzt mit Bruno Fernandes und dann in der zweiten Reihe auch noch Donny van de Beek, der kürzlich erst für viel Geld verpflichtet wurde. Also eigentlich braucht Man United ihn aktuell nicht wirklich. Einen, den United vielleicht eher gebrauchen könnte, wäre Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Die Mundo Deportivo berichtet, dass die Red Devils auch an ihm Interesse haben. Vor 3 Jahren wechselte er ja vom BVB zu Barca, hat in dieser Saison aber erst 5 Einsätze absolviert. Er soll und will natürlich mehr Spielpraxis haben. Ein Transfer würde dann in Frage kommen, wenn auch ein Sancho-Wechsel eher nicht passiert. Manchester City soll vor einem Transfer von Dario Sarmiento stehlen. Und das ist ein großes Talent aus Südamerika, 17 Jahre jung, rechter Außenstürmer von Estudiantes de la Plata aus Argentinien. Laut der Zeitung El Dia habe man sich auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus eine Beteiligung an einem Weiterverkauf in Höhe von 20% verständigt. Er wäre damit der Rekordabgang der Superliga Argentina. Und der Transfer wird ohnehin erst nächsten Sommer möglich sein, da der Argentinier im März erst 18 Jahre alt wird. Und dann schauen wir noch in die zweite Bundesliga zum FC St. Pauli. Dort könnte der Kiez-Club Ersatz für den verletzten Christopher Jackson-Avevor gefunden haben, der ja erneut am linken Sprunggelenk operiert werden muss. Ins Auge gefallen ist Adam Dzwigala, ein Pole, der aktuell vereinslos ist und zuletzt für Desportivo Avesh unterwegs war. Er soll sich jetzt über das Training anbieten. Was haben Reyna, Pedri, Hein, Adeyemi und Silva gemeinsam? Ganz genau, alle waren sie Teil des TM-Talente-Kalenders von 2019. Und jetzt, da der Dezember und die Weihnachtszeit so richtig losgeht, wollen wir das auch wieder tun, nämlich euch jeden Tag einen jungen Spieler bei transfermarkt.de vorstellen. Und hier haben wir heute auch einen dabei. Aber zuletzt machen wir nochmal den Rückblick auf das letzte Jahr und schauen auf den einen oder anderen, der eben wirklich durchgestartet ist, nämlich Giovanni Reyna von Borussia Dortmund, der genauso weltbekannt ist wie Pedri mittlerweile. Reyna ist Stammspieler beim BVB. Beim letzten Marktwertupdate wurde sein Wert auf 30 Millionen Euro hochgestuft. Auch Pedri, 18 Jahre jung, liegt bei 30 Millionen. Für Amad Diallo und Fabio Silva beispielsweise, die wir im letzten Jahr auch dabei hatten, wurden im vergangenen Sommer hohe zweistellige Millionen Ablösen gezahlt. Und jetzt freuen wir uns, euch das erste Talent aus diesem Jahr vorzustellen. Es ist Yusuf Demir, 17 Jahre jung und er spielt bei Rapid Wien. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Sein Spitzname ist der österreichische Messi aufgrund seiner technisch hochwertigen Spielweise. Der glänzte beim renommierten Mercedes-Benz Junior Cup 2019, dem U19-Hallenturnier mit seiner Mannschaft, führte sein Team bis ins Finale gegen den FC Liverpool. Und er debütierte auf dem Rasen im September bereits in diesem Jahr für die österreichische U21-Nationalmannschaft. Hat in dieser Saison schon in 4 verschiedenen Wettbewerben getroffen. In der österreichischen Bundesliga, in der Champions League Quali, in der Europa League und im ÖFB Cup. Weitere ausführliche Infos zu ihm und natürlich auch User-Einschätzungen gibt es wie immer auf transfermarkt.de. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Roque Santa Cruz läuft im Spätherbst seiner Karriere zur Bestform auf und hat seinen Vertrag bei Olimpia Asunción noch einmal verlängert. Der 39-jährige Ex-Bayern-Stürmer traf in der laufenden Clausura der Primera División in Paraguay 7-mal in 6 Spielen und führt die Torschützenliste an. Sein ursprünglich bis Jahresende gültiges Arbeitspapier hat er nun bis 2021 ausgeweitet. Aber anschließend will der 112-malige Nationalspieler Paraguays seine Karriere dann beenden. Der Spanier Gabi hat dafür das Ende seiner aktiven Laufbahn bekannt gegeben. Der ehemalige Kapitän von Atletico Madrid hatte zuletzt von 2018 bis zum vergangenen Sommer für den Al-Sadd SC in Katar gespielt. Für Atletico Madrid absolvierte er 417 Pflichtspiele. Unter anderem gewann er mit den Colchoneros 2-mal die Europa League und wurde 1-mal spanischer Meister. Wie die Wolverhampton Wanderers gestern Morgen bekannt gaben, hat sich Stürmerstar Raúl Jiménez am Sonntag im Spiel gegen den FC Arsenal einen Schädelbruch zugezogen und wurde bereits operiert. Dem Spieler gehe es den Umständen entsprechend gut. Er werde noch einige Tage unter Beobachtung bleiben.
Der erste FC Köln hat den Vertrag mit Sava Arangel Cestic langfristig verlängert. Schon Mitte November erhielt der 19-jährige Innenverteidiger, der am Wochenende ein Bilderbuchdebüt als Profi gegen Borussia Dortmund feierte, einen neuen Vertrag, wie der FC gestern mitteilte. Er wurde ja nach dem Wochenende von den Transfermarkt-Usern gleich in die Top 11 des 9. Spieltags gewählt. Also von dem ist noch einiges zu erwarten. Sein Vertrag läuft jetzt bis 2024. Gonçalo Paciência wurde in Portugal operiert. Der Stürmer fehlt Schalke 04 damit für einige Zeit. Nicht klar, wie lange ausfällt nach seiner Knieverletzung. Bis Saisonende ist er ja von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Ein Tor in 8 Spielen bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Und er braucht jetzt erstmal das, was in seinem Nachnamen geschrieben steht, nämlich Geduld. Der SC Paderborn hat sich einen Monat vor dem Start der Wintertransferphase bereits den ersten Neuzugang gesichert. Der seit dem Sommer vereinslose Jaden Bennett hat nach Informationen von Transfermarkt einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Er ist der Bruder von Gladbach-Profi Keenan und kommt aus der Jugend des FC Watford in England. Im September absolvierte er noch Probetrainings beim Bayern 2 und in der Jugend der TSG Hoffenheim. Alle Schalke-Fans müssen jetzt wegschauen oder weghören, denn es geht um die Sieglos-Serie der Knappen. Am Wochenende hat es zum 25. Mal in Folge nicht geklappt mit einem Ligasieg. Und die Statistik des Tages, die dreht sich heute um die längsten Sieglos-Serien in den Top 5 Ligen in Europa seit dem Jahr 2000. Und da sind die Schalke halt leider mit dabei. Auf Rang 5 Hellas Verona aus Italien. 24 Spiele ohne Sieg zwischen 2015 und 2016. Aber dann kommt eben die Mannschaft, die aktuell von Manuel Baum trainiert wird. 25 Mal ohne Sieg in diesem Jahr. Dass der AC Perugia 26 Mal nicht gewinnen konnte, ist schon einige Jahre her, zwischen 2003 und 2004. In einem ähnlichen Zeitraum erwischte es US Ancona sogar 28 Spiele lang sieglos. Und auf der 1 eine Mannschaft aus England, Derby County, aktuell in der Championship unterwegs, zwischen 2007 und 2008. 32 Spiele sieglos. Das sind die längsten Sieglos-Serien in den Top 5 Ligen seit 2000. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr mit uns über die verschiedenen Themen diskutiert. Was haltet ihr vom möglichen Abgang von Javi Martinez zum FC Bayern? Und ja, ärgert ihr euch sehr, dass Borussia Dortmund bei Ferran Torres nicht zugeschlagen hat? Schreibt uns dazu eure Meinungen in die Kommentare. Und ihr könnt natürlich weitere Videos von TMTV sehen. Zum Beispiel hier die wunderbare Talksendung von Nico Pomerenke und Fabian Knotneros TM Live von gestern. Oder hier unten die Playlist zum Marktwert-Update.